Ja, und willkommen zum letzten Teil der letzten Vorlesung im Semester. Und ich hoffe, es ist euch jetzt ein bisschen klarer geworden, wie eigentlich dieses Open Source und frei und kostenlos, wie das eigentlich zusammenhängt und welche Argumente dafür sprechen, dass eben Open Source Software irgendwie auch kostenlos ist oder eben auch nicht. Im letzten Teil wollen wir uns jetzt konkrete Lizenzen angucken. Ja, wir sind schon öfter mal an dem Punkt angelangt in den letzten zwei Teilen. Und jetzt brauchen wir eigentlich Lizenzen und wir brauchen Wissen darüber. Ihr müsst jetzt wissen, welche Lizenzen es gibt. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns drei Lizenzen zusammen angucken, dass ich die vorstelle, werde dann so ein bisschen darauf eingehen, wie die zusammenwirken und ihr werdet dann euch auch selber noch mal ein bisschen mit dem Thema und anderen Softwarelizenzen auseinandersetzen. Zunächst erstmal die MIT-Lizenz. Ich habe die vorhin schon erwähnt. Ja? Also hier steht sogar als prominentes Framework Ruby on Rails, dass das benutzt. Und wir haben auch vorhin gesehen, was das eigentlich auslösen kann, sozusagen, wenn man da fälschlicherweise vielleicht MIT benutzt als Lizenz. Die MIT-Lizenz ist tatsächlich eine der ersten Software-Lizenzen und auch die, die am weitesten verbreitet ist. Ist von 1987 in der Textform, hat sich seither auch nicht geändert, ist veröffentlicht worden vom Massachusetts Institute of Technology. Und die Klassifikation ist, es ist eine Lizenz ohne Copyleft, also eine Permissive-Lizenz. Ist sehr populär und gerade im Webbereich, also alles, was sozusagen mit Webseiten zu tun hat, einerseits Ruby on Rails, eher so Server-Side, allerdings auch JavaScript, Ausführung von JavaScript, clientseitig. Hier eine Auswahl sozusagen, was diese Lizenztexte bedeuten und an der Stelle das nicht überbewerten. Ich gebe hier so einen kleinen Auszug, damit ihr euch so grob vorstellen könnt, was das bedeutet. Ansonsten eure Rechtsabteilung fragen im Unternehmen, wenn ihr da Unsicherheiten habt. Tatsächlich ist hier so, dass diese Lizenz erlaubt, dass man das in proprietärer Software verwenden darf. Ja, das heißt, wir haben kein Copyleft, was das irgendwie vermeidet, und es wird sogar explizit erlaubt, dass ich das eben auch in Software verwenden darf, die nicht Open Source ist. Das heißt, es ist erstmal relativ industriefreundlich, sage ich mal, weil und damit auch so die industriefreundlichste Lizenz, weil es an der Stelle sozusagen keine Gefahr gibt. Ja, ich kann einfach Software bei mir einbinden und nutzen und kann weiterhin proprietär entwickeln und es kann auch nichts passieren, sodass ich fast nichts passieren. Ja, denkt an dieses Beispiel mit Ruby on Rails. Aber allgemein kann da eigentlich nichts passieren, dass ich das weiter verwenden kann. Gut. Die Lizenz müssen wir tatsächlich immer mit ausliefern, ja, damit jeder, der das irgendwie weiterverteilt, dass das auch an jeder Stelle ersichtlich ist. Und auch wenn ich die Binärdateien weitergebe, dann muss eben dieser Lizenztext mit auftauchen und ich muss eben auch den Source Code mit zur Verfügung stellen. An der Stelle, was wir sogar machen können, die Lizenz ist so freundlich sozusagen für das, was damit erlaubt ist. Ich kann den Lizenztext sogar abändern. Ich kann einfach sagen, ja, ich geb dem Quelltext jetzt einfach eine neue Lizenz. Und folgende Bedingung dabei, was man jetzt nicht machen darf, ist das einfach nur online stellen und keine Lizenz dran schreiben. Das darf man nicht. Das ist das Einzige, was quasi verboten wird. Entweder ich nehme die alte Lizenz und packe den Lizenztext dazu oder ich überlege mir eine andere Lizenz. Zum Beispiel GPL und gibt das dann sozusagen als GPL raus oder lass es proprietär, gibt den Source Code gar nicht raus. Alles das geht und dann gibt es noch so eine Klausel, die eben sagt, provided as is without warranty, also es gibt keine Garantien, es gibt keinen Regress oder ähnliches. Das ist einfach da und wer es nutzt, kann das gerne nutzen, aber es wird kein Schadenersatz geleistet, wenn irgendwas nicht passt. Gut, die MIT-Lizenz hat ein schickes Logo und das ist auch die einzige Lizenz, die ich hier jetzt mal im vollen Wortlaut eingefügt habe. Ihr könnt also gern kurz auf Pause machen oder vielleicht habt ihr das PDF auch offen, könnt euch das kurz durchlesen. Ich glaube, der Text ist so kurz, das macht einfach Sinn, die mal zu lesen. Es ist die weit verbreitetste Software-Lizenz
Und da ist vielleicht gut, das einfach mal gelesen zu haben, dass man eine grobe Vorstellung hat, was man darf und was man nicht darf. Ganz kurz gesagt, man darf alles, fast alles. Und es gibt aber keinerlei Garantien, wenn jetzt irgendwas fehlschlägt, dann liegt das sozusagen bei dem Anwender der Software und nicht bei den Programmierern. MIT-Lizenz als eine der Lizenzen, ja, und wir hatten das auch im letzten Teil schon als eines der Beispiele für Ruby on Rails. Und so ziemlich das Gegenstück dazu ist die GPL-Lizenz. Es gibt noch stärkere Lizenzen sozusagen, die noch restriktiver sind, aber GPL ist eine sehr weit verbreitete Lizenz, die eben ein starkes Copyleft hat. Die Lizenz wurde veröffentlicht 1989 von Richard Stallman und dann überarbeitet in den Jahren 1991 und 2007. Das heißt, wir haben drei Versionen insgesamt von dieser Lizenz vorliegen und Richard Stallman hat das auch im Kontext der Free Software Foundation gemacht, bei der er der Chef war. Gut, die Klassifikation nach unserer Copyleft-Geschichte ist also ein starkes Copyleft, ein Strong Copyleft. Und wo wird die benutzt? Für den Linux-Kernel beispielsweise, aber auch für die GNU, für sämtliche GNU-Werkzeuge. GNU sind sozusagen die Werkzeuge, die so um Richard Stallman entstanden sind und dann weiterentwickelt wurden. Und für diese Werkzeuge wurde ursprünglich auch diese Lizenz geschaffen und deswegen heißt sie auch GNU General Public License. Ja, allerdings, das GNU müssen wir nicht immer davor schreiben. Manche schreiben dann GNU GPL, aber die Abkürzung GPL steht schon für diesen gesamten Ausdruck. Interessant dabei, wir kommen gleich nochmal drauf, der Linux-Kernel, der ist jetzt nicht ganz mit den Versionen mitgegangen und da gucken wir gleich nochmal drauf, wo drin sich diese Versionen unterscheiden. Hier auch wieder eine Auswahl. Ja? Im Zweifelsfall bitte euren Anwalt des Vertrauens fragen oder die Rechtsabteilung. Hier ein kleiner Auszug, was das bedeutet. Erstmal ist es so, dass wenn ich diese Software, wenn ich GPL-Software nehme und die irgendwo verwende in meiner Software, dann unterliegt meine neue Software, die die verwendet, dann auch der GPL. Ja, das ist das Copyleft und es ist auch das starke Copyleft. Insofern, dass auch wenn ich nur Teilsoftware nehme und was Größeres drumherum baue, hat das Große drumherum, die große Software, die ich baue, hat dann auch die GPL-Lizenz danach. Und zwar in der gleichen Version erstmal prinzipiell wie die Lizenz, die es vorher auch war. Das Ganze passiert jetzt an zwei Stellen. Einerseits, wenn ich GPL-Software einfach verwende und einfach einbinde. Andererseits, wenn ich die modifiziert habe, diese GPL-Software. Wichtiger Punkt. Es wird jetzt unterschieden, ob ich selbst für mich intern innerhalb einer Firma oder auch intern für mich privat, wenn ich da mit dem GPL-Quelltext was mache, dann muss ich das, habe ich keine Verpflichtung, dass mein Quelltext GPL wird oder dass ich das veröffentliche. Sobald ich allerdings irgendwelche Binaries vertreiben will, ja, also wenn ich sage, schreibe jetzt Software, die kommt ins Auto und das Auto liefere ich aus. Spätestens an dem Punkt muss der Quelltext dann öffentlich werden, es muss der Lizenztext dabei sein und man muss eben auch den Source Code sozusagen mit zur Verfügung stellen. Jetzt ist das mit den Freiheitsrechten vielleicht mal im Automobil ein bisschen schwierig. Ja? Ich kann da jetzt irgendwie schwer den Quelltext einfach selber kompilieren und irgendwie das Fahrzeug dann so fahren lassen, dass es mich nicht kontrolliert, ja, um mal in den Worten von Richard Stallman zu bleiben. Aber ihr seht sozusagen, das ist eine allgemeine Lizenz und das sind eben die Regeln, die wir da anwenden müssen. Es ist explizit erlaubt, dass ich auch das kommerziell danach vertreiben kann. Das also kommerzielle Nutzung wird nicht ausgeschlossen. Das ist ein häufiges Missverständnis bei GPL. Es ist also nur sichergestellt, dass ich Quelltext wieder veröffentliche. Es ist nicht sichergestellt, dass ich damit was, ich darf damit auch kommerzielle Anwendungen betreiben. Gut. Und insbesondere, also es geht nicht nur um die Nutzung, sondern auch, ich kann es kommerziell vertreiben, aber ich kann es auch für kommerzielle Anwendungen eben überhaupt erstmal benutzen. Auch GPL hat ein tolles Logo, ja, und hier sehen wir auch wieder diesen Begriff Free Software muss man irgendwie selbst im Logo erklären mit Free as in Freedom und nicht as in Freibier.
Es gibt diese drei schon angedeuteten Versionen. Die erste von 1989, eben die GPL-Version 1.0. In der hat man tatsächlich ein paar Fehler festgestellt. Und die hat man ja relativ schnell festgestellt, weil 1991 schon die neue Version kam. Und zwar hat man festgestellt, dass es möglich war, eben Binärdateien, Programme zu veröffentlichen und keinen Quelltext. Ja? Das heißt, da war einfach eine Lücke sozusagen in dem Text. Die wurde dann mit GPL 2 geschlossen. Und wir bei GPL 2 haben wir prinzipiell das Problem behoben worden. Und mit der GPL 2-Version kam aber noch was weiteres hinzu, nämlich dass eine Version der Lizenz erzeugt wurde oder eine Abhandlung, die werden wir gleich nochmal etwas genauer betrachten auf der nächsten Folie, nämlich LGPL heißt die, die man dann auch gut für Bibliotheken benutzen kann, weil man da das Problem hat, dass man die irgendwo einbinden möchte und nicht jedes Mal kann man die Lizenz von dem großen Ganzen verändern. Und das liegt auch an der Kompatibilität, dass sich Lizenzen, gerade die mit dem Copyleft, gern widersprechen und dass ich dann schnell in das Problem laufe, dann habe ich die Lizenz mit dem Copyleft für die eine Bibliothek und die für die andere Bibliothek und ich kann diese zwei Bibliotheken nie zusammenbringen, weil sich die Lizenztexte widersprechen und beide ein starkes Copyleft haben. Ja, um solche Probleme zu vermeiden, hat man also LGPL eingeführt. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Bei GPL 3 hat man auch nochmal Veränderungen gemacht, die zur Kompatibilität führen sollen. Die Kompatibilität mit der Apache-Lizenz wurde da zum Beispiel verbessert. Aber Thema Kompatibilität kommen wir dann später nochmal drauf. Einen Punkt habe ich oben bei GPL 1.0 noch vergessen, was da auch ein Nachteil war, ist, dass es eben auf das gesamte Werk, was ich sozusagen vertreibe, gegriffen hat und man sozusagen jetzt nicht nur auf den Quelltext oder eben den Binärcode. Gut, dann die LGPL, die GNU Lesser General Public License und es geht tatsächlich noch länger, es gibt noch Lizenzen mit noch längeren Namen, aber da sind wir schon irgendwie an der Grenze der Folien angekommen. Auch hier wieder das Profil ganz kurz. Die erste Lizenz hatte ich eben schon erwähnt, kam dann 1991. 1999 kam dann nochmal ein kleines Update, ja, Version 2.1 und 2007 dann zusammen mit der neuen Version von GPL auch die Version von LGPL. Man hat sich also entschieden, mit der Version 2 zu starten, weil das eben das Pendant ist, was man eben gut für Bibliotheken nutzen kann. Das heißt, deswegen hieß die Lizenz früher auch mal 1991, nämlich hieß sie noch die GNU Library General Public License. Man hat sie umbenannt in die Lesser General Public License, weil man den Eindruck vermeiden wollte, dass man immer bei Standardsoftware in Programmen die GPL nimmt und LGPL bei Bibliotheken. Das ist nicht zwingend so. Ich kann auch für Standardprogramme LGPL nehmen und umgekehrt für Bibliotheken auch GPL nehmen. Insofern hat man das abgewandelt, den Namen im Nachhinein. Publisher auch wieder die Free Software Foundation. Hier haben wir eben das schwache Copyleft. Ja? Also wir hatten ja vorhin im letzten Teil besprochen, dass wir ein starkes und ein schwaches haben. Und das Schwache bedeutet jetzt eben, dass es weniger restriktiv ist. Und zwar weniger restriktiv für den, der den Code anwenden möchte. Das heißt, erstmal ist LGPL-Lizenz ähnlich zu GPL und jetzt gibt es folgende Änderungen dazu. Das eine ist, wenn ich jetzt Software modifiziert habe oder auch nicht modifiziert habe und verwende, dann muss ich mein Gesamtwerk nicht unter LGPL stellen. Ja, das ist sozusagen das schwache Copyleft. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, wenn ich den Code eben verändert habe und den veröffentliche, ja, und das Programm sozusagen veröffentliche, das vertreibe, dann muss ich auch meinen Quelltext unter LGPL stellen. Ja, wir haben weiterhin die Freiheit, wenn wir das nur für uns machen, privat, dass wir das eben nicht machen müssen. Gut. Und ja, das heißt, andersrum gesagt, was bedeutet jetzt das mit unseren Freiheitsrechten? Ja, wenn es weniger restriktiv ist, gibt es irgendwie weniger Freiheit. Wir haben genauso viel Freiheit in Bezug auf die Bibliothek. Ja, diese Bibliothek kann ich irgendwo einsetzen. Ich habe sogar mehr Freiheiten, quasi die einzusetzen. Aber wir haben die Freiheiten eingeschnitten sozusagen oder reduziert für das Gesamtwerk.
Und das hauptsächlich, um Kompatibilität zu schaffen, um überhaupt es zu schaffen, von verschiedenen Quellen, die eben vielleicht nicht GPL sind, auch verschiedene Bibliotheken zusammenzubringen. Auch hier haben wir ein schönes Logo und an der Stelle, weil das industriefreundlicher ist, ist es grün. LGRPL hat trotzdem ein Riesenproblem. Und zwar ist das große Problem, dass es GPL im Namen hat. Denn wenn die Industrie LGPL hört, dann hört sie eben auch GPL. Und das löst häufig Panikattacken aus bei der Industrie, was eben darin mündet, dass eben die GPL ein starkes Copyleft hat. Insofern ist das tatsächlich, das ist ein praktisch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber das ist ein praktisches Problem von LGPL-Code, habe ich auch schon im eigenen Beispiel gemerkt, wo man sozusagen Industriepartnern dann mitteilen muss, was LGPL eigentlich bedeutet. Hier auch diese drei Versionen und da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, da gibt es immer so zwei Kürzel noch hinten dran. Ja, für jede Version gibt es einmal Only und eine All Later. Und tatsächlich Only bedeutet, dass man nur diese Lizenz verwenden darf und All Later bedeutet auch spätere Versionen. Das heißt, wenn ich 2.0 All Later habe, dann kann ich eben auch 2.1 All Later oder 3.0 All Later nehmen für meine dann veränderte Bibliothek. Und dementsprechend, wenn ich jetzt 2.1 All Later habe, kann ich eben 2.0 nicht nehmen, aber 3.0 oder später kann ich eben dann verwenden dafür. Gut. Das nochmal kurz dazu, weil eben da gab es eben durchaus Sachen, die da verändert wurden, sodass man jetzt beide Wahlmöglichkeiten schaffen möchte. Natürlich ist dieses All Later ein bisschen spannend, weil man weiß ja eigentlich gar nicht, was in der Zukunft so an LGPL und GPL-Lizenzen auf den Markt kommt. Und hier schreibt man quasi einfach schon mal hin, ich stimme mit der Free Software Foundation, egal was sie sich für Lizenzen ausdenkt, überein. Gut. Das an der Stelle. Man kann da auch eingreifen, man kann auch später Lizenzen ändern, aber da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Ja, und an der Stelle, also das ist jetzt der letzte XKCD, den ich zeige im Rahmen der Vorlesung und wahrscheinlich auch der mit den meisten Insidern drin. Allerdings habe ich euch ein paar Insider davor auf den Folien schon dazu erklärt. Ja, ein paar Namen sollten euch hier bekannt vorkommen. Das ist natürlich völlig überspitzt. Ja? Also wenn man GBL stoppen will, dann muss man Richard Stallman stoppen. Der sozusagen, und die haben auch wieder diesen negativ besetzten Begriff viral benutzt, der sozusagen das alles initiiert hat. Und tatsächlich steckt da auch viel drin. Also GPL ist einfach riesig geworden, ist ganz viel verbreitet und hat sozusagen auch dafür gesorgt, dass wir eben viel Freiheit haben und viel Quelltext produziert haben und viele Programme, die man eben jetzt sehr frei einsetzen kann. Kompatibilität von Lizenzen habe ich jetzt schon öfter mal von gesprochen und jetzt nochmal etwas expliziter dazu. Erstmal, was ist das Problem? Die Lizenzen haben oft relativ ähnliche Ziele, ne? Und die haben wir im ersten Teil besprochen. Wir wollen irgendwie Freiheit haben, wir wollen irgendwie besseren Code haben und wollen ihn deswegen öffentlich verfügbar machen. Und da sind sich viele Lizenzen eigentlich einig, aber sie setzen das unterschiedlich um und teilweise eben mit starkem Copyleft. Und dieses Copyleft sorgt häufig dafür, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Das heißt, es ist möglich, dass ich zwar zwei Software-Systeme eigentlich schön zusammenbringen kann, ich darf es aber nicht, weil sich ihre Gesetzestexte widersprechen. Ja, weil die dann sagen, gerade zwei mit einem starken Copyleft würde dann bedeuten, na mein Gesamtwerk muss halt unter der Lizenz A und unter der Lizenz B stehen. Und wenn diese zwei Lizenztexte beide gelten sollen für meine Software, und die sich aber irgendwo widersprechen in irgendeiner Klausel, ist es nicht möglich und deswegen ist es, gibt es sozusagen Inkompatibilitäten. Tatsächlich sind Inkompatibilitäten aber nicht per se was Schlechtes. Teilweise wollen wir das ja. Also, hier ein paar Beispiele. Das eine ist, wir wollen typischerweise
proprietäre Lizenzen sollen gegeneinander inkompatibel sein. Ja? Also wenn jetzt eine Firma ein Programm auf den Markt bringt, dann schafft sie dafür eine Lizenz und natürlich soll diese Lizenz gar nicht mit anderen Sachen irgendwie unbedingt zusammenpassen, weil es soll ja weiterhin proprietär bleiben und muss gar nicht mit anderen Sachen kombiniert werden. Wir haben die Copyleft-Lizenzen, die prinzipiell erstmal immer inkompatibel sind mit proprietären Lizenzen. Das ist ja gerade der Zweck. Ja? Also gerade die mit dem starken Copyleft dann noch mehr als die mit dem schwachen Copyleft. Wir wollen ja eben nicht, dass der Quelltext, den jemand in seiner Freizeit geschrieben hat, wo er gesagt hat, das soll hier bitte nicht irgendwann jemanden nehmen und daraus Profit schlagen, indem er den Quelltext wieder einpackt und geheim hält. Das heißt, wir wollen eben diesen Effekt haben, dass das weiter vererbt wird, dass eben auch Änderungen wieder für die Allgemeinheit sind und eben nicht für eine Firma und nicht proprietär. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wir, wenn wir von den Permissive-Lizenzen, die quasi viel erlauben, die uns viel Rechte geben, wie die MIT-Lizenz. Wenn wir von denen zu proprietären Lizenzen kommen dürfen, dann heißt es auch, dass wir von Copyleft nicht zu Permissive dürfen, weil dann diese Kette transitiv unterbrochen wird. Deswegen sozusagen Konflikte mit beiden. Die sind aber gewünscht. Ja? Also das war der Sinn und Zweck von diesen Copyleft-Klauseln. Gut. Das bedeutet, und um hier ein Beispiel zu geben, ich kann also GPL-Code nicht nutzen innerhalb von einer Software, die mit der MIT-Lizenz ist. Und das war genau das Beispiel, was wir vorhin hatten bei der Bibliothek aus der Ruby on Rails Library, wo jemand eine Bibliothek geschrieben hat, die selbst unter der MIT-Lizenz stand und GPL verwendet hat. Was wir jetzt gelernt haben, MIT erlaubt beliebige Sachen, auch dass es proprietär wird. GPL sagt, es muss immer danach veröffentlicht werden und gerade die GPL statt der LGPL hatte eben sogar noch ein starkes Copyleft und führt eben dazu, dass die MIT-Lizenz hier nicht angewendet werden darf. Es gibt aber auch ungewünschte Inkompatibilitäten und das ist ein bisschen ein Spannungsfeld. Ja? Ihr seht das in einem anderen Beispiel. Ich sage natürlich nicht, dass das toll war, dass die halbe Million Bibliotheken da nicht mehr sinnvoll funktioniert, aber ich habe verstanden, dass man quasi von einer Copyleft-Lizenz nicht zu einer anderen möchte, gerade mit einer starken Copyleft. Es gibt noch andere Sachen, und zwar kann ich einen Code, der mit GPL 2.0 only, also nur GPL 2.0 und keine Folgeversion, den kann ich nicht benutzen innerhalb von GPL, GPL Version 3 oder LGPL Version 3 Software. Das gilt also zum Beispiel für den Linux-Kernel. Also der Linux-Kernel steht unter der Lizenz GPL 2.0 only. Und das heißt, wenn ich den Linux-Kernel jetzt in was anderem benutzen möchte, dann muss ich sozusagen, dann kann ich den neuen Code, muss da eben auch GPL 2.0 gesetzt werden, 2.0 only tatsächlich sogar. In der Praxis ist es so, dass die meisten Projekte sich auch deswegen dafür entscheiden, um weniger Konflikte zu schaffen für diese Or-Later-Klausel, damit man eben weniger Konflikte hat. Ein anderes Beispiel, es gibt die Creative Commons-Lizenzen und da hat man erst vor wenigen Jahren herausgefunden, dass eben GPL-lizenzierte Software nicht in Material eingebunden werden kann, was unter der Creative Commons-Lizenz ist. Das heißt, wenn ich meine Vorlesungsfolien unter diese Lizenz stellen würde, die Creative Commons Lizenz, und euch GPL Version 3 Code zeigen möchte, dann dürfte ich das nicht. Ja, dann darf ich den hier nicht einbinden. So, also wir sehen, da sind schon so ein paar Lizenzen oder so ein paar Inkompatibilitäten, die nicht so erwünscht sind. Und das waren jetzt immer ein paar Beispiele und hier in dem Bild sehen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Public Domain heißt im Prinzip, das ist im öffentlichen Interesse, da gibt es quasi kein Copyright drauf. Und das nächstschwächere sozusagen ist die MIT-Lizenz, die eigentlich keine weiteren Bedingungen schafft, außer die neue Software muss auch eine Lizenz haben. Das ist so auf den Punkt gebracht. BSD-Lizenz haben wir nicht drüber gesprochen, Apache haben wir nicht drüber gesprochen, gibt quasi verschiedene Zwischenstufen, aber wir sehen, wir kommen transitiv von MIT zu LGPL Version 2.1, LGPL nochmal 2.1. Achso, es war 1 Plus. Ne? Das Plus steht jetzt für or later und das Only steht sozusagen implizit, wenn kein Plus dasteht.
Und wir sehen sozusagen auch, dass bestimmte Richtungen eben möglich sind und der Pfeil deutet immer an, was unter der Lizenz steht, darf ich eben was nehmen, wo der Pfeil endet und alles Transitive. Also ich kann was Public Domain ist, eine Bibliothek, kann ich in der Affero GPL Version 3 Lizenz benutzen. Und vielleicht dazu noch, hier stehen ein bisschen andere Begriffe. Protective, im Prinzip sagt das Copyleft, ja, also ich habe Permissive, schwaches Copyleft, starkes Copyleft. Und dann gibt es von dem starken Copyleft noch eine weitere Form. Denn inzwischen ist viel Software innerhalb von Web-Services verbreitet im Netz. Und da ist es inzwischen auch so, dass es dafür eine Lizenz gibt, die explizit sagt, auch wenn du das in einem Web-Service benutzt, ist es quasi wie ausliefern, ist es wie benutzen und auch dann muss GPL eingehalten werden als Lizenz und auch dann muss das Gesamtwerk unter diese Lizenz gestellt werden und die GPL fordert ja eben, dass dann der Quelltext öffentlich sein muss. Gut, da ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt so einen Konflikt haben, was machen wir dann eigentlich damit? Ja, weil ich meine, irgendwie müssen wir den aufheben. Ja, der kann jetzt auf Dauer bestehen bleiben, aber dann werden wir sehr wahrscheinlich verklagt irgendwann über eben das Copyright, ja, oder könnten verklagt werden. Das heißt, irgendwie müssen wir es beheben. Ob jetzt eine Firma oder ein Individuum irgendwie, wenn man das weiß, da gibt es ein Problem, dann will man das möglichst schnell beheben. Gut, Ctrl-Alt entfernen, ne? Eine Strategie, einfach zu sagen, das gibt es nicht mehr. Wir haben das teilweise gesehen, vorhin bei dem Beispiel mit der Ruby on Rails Bibliothek, dass eben alte Versionen einfach verschwinden. Die sind einfach nicht mehr da. Dann kann man sich überlegen, es wird reimplementiert. Ja, das ist sogar die mittelfristige Strategie da bei der Bibliothek, dass man eben gesagt hat, naja, dann müssen wir die irgendwie neu implementieren und müssen die eben bereitstellen ohne einen Bezug zu GPL-Code. Und das muss nicht zwingend immer heißen, dass ich alles neu implementieren muss, vielleicht bloß Teile davon. Ja, vielleicht habe ich bloß Teile, die GPL-Code verwenden und irgendwas umsetzen und dann muss ich eben muss diese Teile ersetzen, um das Problem zu beheben. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Vielleicht manchmal hilft es auch, eine neue Lizenz zu geben. Ja, in dem Fall war ja das quasi auch der Fall, dass der Entwickler dann gesagt hat, na gut, dann mache ich jetzt meinen Quelltext eben GPL und nicht mehr in die MIT-Lizenz. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten, über die möchte ich jetzt auf dieser Folie mit euch sprechen. Nämlich einerseits, ich kann sagen, ich ersetze die bisherige Lizenz oder ich füge die zusätzlich hinzu. Ja, in dem Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, würde hinzufügen nicht funktionieren, weil dann gelten irgendwie beide Lizenzen, sprechen wir gleich drüber. An der Stelle müssen wir das wirklich ersetzen. Relicensing, das heißt neu lizenzieren. Und an der Stelle, wir ersetzen quasi eine Lizenz durch eine andere. Und die Frage ist, wer kann das eigentlich machen? Na, eigentlich brauchst du dazu einen Konsens von allen Entwicklern. Beziehungsweise von allen, die eben als Owner gelten. Ja, das können eben auch drei Firmen sein und drei individuelle Programmierer, die bei keiner Firma angestellt sind und trotzdem was so beigetragen haben. Dann müssen die alle sich zusammen einigen und sagen, wir nehmen diese neue Lizenz. In der Praxis, wenn wir jetzt bei Linux die Lizenz ändern wollen, dann hätten wir natürlich ein Problem, weil das sind Tausende von Entwicklern und dass die sich alle auf irgendwas einigen, das ist unrealistisch. Das heißt, man könnte dann nie eine Lizenz ändern. Und in der Praxis gibt es viele Firmen, die dann so eine Strategie fahren und sagen, also wir müssen bloß 80% Konsens erreichen oder 95% oder mehr. Gut, hier ein Beispiel, VLC Media Player, ne, wir haben den vorhin schon gesehen, den kann man auch kaufen. Im Laden, ne? Wenn er zu eurem Elektronikfachmarkt geht, dann steht da der VLC-Player rum. Und tatsächlich hatte der VLC-Player oder das VLC-Projekt auch Lizenzprobleme. Und zwar war es eine Zeit lang so, dass der VLC-Player im App Store von Apple war und dann irgendwann verschwunden ist, weil es Lizenzprobleme gab. Dann hat man den eine neue Lizenz gegeben. Die alte Lizenz war eben GPL Version 2. Dann hat man dem Lizenz LGPL Version 2 gegeben und das ist tatsächlich ein ziemlich typischer Schritt, ja, weil man von starkem Copyleft zu schwachen geht und dann vielleicht irgendwelche Konflikte beheben kann. Und im Übrigen war das auch der Grund, warum LGPL überhaupt erst eingeführt wurde in der Version 2, weil man eben Konflikte, Inkompatibilitäten vermeiden wollte. Dann ging noch ein paar Monate ins Land, dann wurde es hat es nochmal eine neue Lizenz bekommen, und zwar die Mozilla Public License. Und erst dann konnte es wieder in den Apple App Store integriert werden. Und dann waren erst die Lizenzprobleme endgültig behoben, die da aufgetreten sind.
Jetzt habe ich schon gesagt, also Relicensing, neue Lizenz geben, ist eine Variante. Die andere Variante ist Dual Licensing. Das bedeutet eben, an der Stelle als Owner, ja, was ja eben diese Gruppe sein kann, entscheiden wir uns eben für eine neue Lizenz. Und das ist prinzipiell erstmal so, dass die Lizenz, die wir haben, an die sind alle gebunden, die keine besonderen Absprachen haben. Ja, also die nicht persönlich mit dem Entwicklerteam verhandelt haben und das Entwicklerteam selbst in seiner Gesamtheit ist aber nicht an dieses Copyleft gebunden. Das heißt, das Entwicklerteam kann sagen, das steht hier unter dem Copyleft im Netz für jedermann. Zusätzlich haben wir noch eine proprietäre Lizenz und wir geben das an den und den raus für das und das Geld. So, das heißt, prinzipiell erlaubt das ziemlich viel, oder wir haben ziemlich viele Möglichkeiten damit und man kann eben auch mehrere Lizenzen gleichzeitig benutzen. Es gelten prinzipiell die gleichen Regeln. Wir brauchen auch wieder den Konsens von allen. Und was an der Stelle natürlich wichtig ist, die Lizenztexte dürfen sich nicht widersprechen. Gut, der Begriff Dual Licensing wird übrigens auch benutzt, wenn wir mehr als drei Lizenzen haben. Und das sehen wir hier im Beispiel von Netscape und Firefox. Vermutlich, die meisten von euch kennen vielleicht noch Firefox, aber nicht mehr Netscape. Ich habe irgendwann auch noch mit Netscape gearbeitet und die ersten Webseiten, die ich so programmiert habe 1998, die waren irgendwie noch mit Netscape und da musste man irgendwie mit jedem Browser testen. Ist heute nicht viel anders. Hier ist es so, der Netscape Communicator 4.0 war unter der Mozilla Public License. Und für die hat man festgestellt, ja, also man hat irgendwann Netscape, wurde irgendwann zu Firefox, aber man hatte eben noch diese Lizenz. Und da hat man festgestellt, dass es inkompatibel ist zu GPL-Code. Was bedeutet das? Ich bin nie in der Lage, GPL-Code in mein Firefox einzubinden. Und das ist natürlich schon ungünstig, weil Firefox ein ähnliches Ziel verfolgt hat, nämlich auch diese Freiheit, dieses Open Source, alles öffentlich zu machen und dass das Internet quasi auch ja Open Source wird und dass man sozusagen alles Open Source machen kann und auch teilweise eben die Vision, dass man das eben auch frei und kostenlos nutzen kann, das Internet. An der Stelle mit der diese Lizenzbedingung bedeutet natürlich dann, ich kann keinen GPL-Code da drin nutzen, ganz viel kann ich plötzlich nicht nutzen und ich habe so Sub-Communities. Ne? Und vielleicht erinnert ihr euch vorhin an mein Diagramm mit den XKCD, mit den ganzen Messengern. Und das ist hier mit den Lizenzen tatsächlich relativ ähnlich, weil die irgendwie in Konflikt zueinander sind, da haben wir dann irgendwie ein Problem. Und was jetzt da an der Stelle die Lösung war, ist, dass Dual Licensing gemacht wird, und zwar sogar mit drei Lizenzen, dass die Mozilla Public License benutzt wird in der Version 1.1, GPL Version 2 und LGPL Version 2.1. Und dann waren quasi die Lizenzprobleme behoben. Das war ein längerer Prozess dahinter. Und tatsächlich ist es auch ein interessantes Beispiel, das zu kennen, weil Netscape eine der ersten Browser war und einer der großen Schritte für die Open Source Community. Weil zu der Zeit war einfach, ja, Microsoft hat eben Internet Explorer mit ausgeliefert mit seinem Produkt und da war es schon ein großer Schritt zu sagen, wir gehen ins Open Source, das ist frei verfügbar, man kann das auch kostenlos runterladen. Gut, genug zu Relicensing und Dual Licensing. Ich möchte jetzt den letzten Teil noch kurz abschließen. Wir haben verschiedene Softwarelizenzen kennengelernt. Die MIT-Lizenz, die so ziemlich alles erlaubt. Alles außer, dass man die Software unter keine Lizenz stellt, dass man die quasi einfach nur so hochlädt. GPL und LGPL, die eben starkes und schwaches Copyleft haben. Und da haben wir eben alle drei Fälle hier mal gesehen. Starkes, schwaches und gar kein Copyleft. Wir haben Inkompatibilitäten unter Umständen zwischen Lizenzen und teilweise sind die gewollt. Ja, wir wollen eben nicht, dass irgendwas proprietär wird. Das heißt, wir müssen Inkompatibilitäten schaffen. Teilweise sind sie auch ungewollt und teilweise schaffen sie eben auch große Probleme, wie wir das auch an den vorherigen Beispielen schon gesehen haben. Und manchmal ist die Lösung eben, eine neue Lizenz zu geben. Ich habe so ein bisschen was erzählt, was die Hürden dafür sind, oder mehrere Lizenzen zu nutzen. Gut, und auch wie in den letzten ja, wie in allen Vorlesungsteilen habe ich hier nochmal eine interaktive Aufgabe für euch und ich würde euch bitten, alle zusammen
noch ein paar Lizenzen zusammenzutragen und für die so ein Profil aufzustellen. Ja, ich habe ja hier auch in den Vorlesungsfolien so ein kleines Profil aufgestellt, von wann sind die eigentlich, wie können wir die klassifizieren in puncto Copyleft, vielleicht sogar noch mehr, was ich hier so nebenbei noch besprochen habe. Hier werden ein paar Beispiele, ihr könnt euch aber auch irgendeine andere Lizenz, die ihr vielleicht schon kennt oder irgendwas, was euch interessiert, rausgreifen. Ja, wer Interesse hat, kann sich mal die BeerWare-Lizenz angucken. An der Stelle, ihr müsst da nicht das komplette Profil erstellen. Es würde mir auch reichen, wenn ihr da einfach sagt, ihr fügt da was hinzu, macht zwei, drei Einträge und den Rest soll jemand anders recherchieren. Und dass wir das zusammentragen und ich glaube, das hilft euch, euch nochmal mit zu beschäftigen, drüber nachzudenken, vielleicht sogar mit einer Lizenz beschäftigen, mit der ihr sowieso schon mal in Kontakt war. Und ein paar von denen sind tatsächlich auch noch interessant, sich die mal anzugucken. Dann sind wir damit durch und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Semester mit euch. Ich habe mich gefreut, dass es einige interaktive Beiträge gab. In meiner letzten Sprechstunde hatte ich Pair-Programming mit einem der Studierenden bei einer der Entwurfsmuster. Also das war eine neue Erfahrung auch für mich. Ich habe mich tatsächlich gefreut, da waren sehr viele konstruktive, sehr viele gut durchdachte Beiträge dabei und ich hoffe, dass wir uns in einer Lehrveranstaltung wiedersehen. Ansonsten ganz konkret nochmal der Aufruf, gilt für die Vorlesung, aber auch für die anderen. Wenn ihr da Fehler findet, müsst ihr die nicht behalten. Gern einfach mal eine E-Mail an mich. Ich bin daran wirklich interessiert, das über die nächsten Jahre zu verbessern und werde in den nächsten Jahren davon auch neue Versionen bereitstellen. Ich bedanke mich für euer Zuhören und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich in der einen oder anderen Form wieder. Bis dann.